Und ein wunderschönes Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Sollte ich vielleicht nicht machen, wenn das Mikrofon an ist? Ah, ist ja mehr. Oh, ist ganz schön laut. Gut. Dann habe ich euch auch mal ordentlich die Ohren durchgeblasen. Sehr gut. So muss das sein. Tja, ich will auch ein Luftspray benutzen. Aber ich glaube, das ist noch lauter. Ohren zu. Ja, ist gut laut. Whatever. So. Alle Ohren noch dran? Gut. Las Vegas, noch Oxnard. Zeit zu gehen. Warum sind immer mehr LKWs? So, up on the road. Und erstmal hier die gute Radio schalten. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Truckline, Slow Vehicles Only, okay. Ob er damit uns meint? Gut, ich meine, wir krüppeln hier mit nicht mal 50 MPH rum. Warum? Also meint er wahrscheinlich heute doch uns. Ein sehr persönlicher Angriff. Oh, was ist nach vorne los? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Thank you.
Bitte links halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Bitte links halten. Sacramento. Bitte rechts halten. Bitte links halten. Warum fahren wir nicht mal nach rechts, obwohl wir gar kein Rechtsfahrgebot hier haben?
Bitte links halten. Oh, da fand das das hier. Gleich sind wir da. Dann kann ich ja gucken, weil jetzt immer so Fragezeichen, ob wir da auch noch eine Firma aufdecken können. Vielleicht finden wir noch eine Peterbilt-Firma. Eigentlich ganz geil. Ja, eigentlich hätte ich mir die Garage kaufen noch warten können, bis wir eine Peterbilt-Firma finden. Ah. Und so wie es aussieht, ist das Western Star, ne? Ah, ne, ist Walmart. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir hier in der Mitte bleiben? Okay. Und dann nach rechts. Okay. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Kann es sein, dass das da bloß so eine Arbeitsagentur ist? Sieht nicht wirklich aus, als wenn da eine LKW-Firma wäre. Aber wie gesagt, das wäre von Walmart. Links halten und dann links abbiegen. Ja, da vorne ist so eine Agency. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Und wieder Level. Nice. So. Ja. Sieht schlecht aus. Ich meine, wir können uns können wir was holen, ja. Ich würde sowieso erstmal welche für Mitarbeiter holen. Ne? Ich würde noch gar nicht für uns holen. Weil wir uns damit per se erstmal nur ins Bein schießen, weil wir dann ja einen schwachen LKW haben, weil Level-System, wir können uns eh keine Starkmotoren holen. Ich würde also tatsächlich erstmal nur für Mitarbeiter holen. Und das heißt, wir gucken mal, was die so schön haben. Ausführung ändern. So. Was haben wir denn? Ja, ist in Ordnung. Aber sowas von das. Problem ist, so können wir uns keine zwei LKWs leisten. Ha. Verdammt. Ich meine, noch geht's, so, ne? Wir dürfen bis 137, glaube. Nein. Was? 132, so. Aber viel mehr brauchen sie eigentlich auch nicht, ne? Ist ja bloß Motor und Fahrwerk. Alles andere ist uninteressant für die. Vielleicht eine schöne Lackierung, aber da lege ich am Anfang auch erstmal keinen Wert drauf. Nicht wirklich. Können wir später immer noch umlackieren. Wine Red. Lapis Lazuli. Gibt es noch ein schönes Grün oder so? Nee, ne? Ja. Tja, weiß oder Silber?
Also ich persönlich würde ja fast mit Weiß gehen. Ja doch, ich glaube, ich nehme Weiß. So, dann kaufen wir das gute Stück zweimal. Junge. Hat er mich nicht mal gefragt, wo ich das Ding hinhaben möchte. Was ein Opfer. So, Company, LKW Manager. Du hast mich nicht in unserer Garage zu suchen, sondern du sollst eigentlich nach da, du Affe. Dankeschön. So, LKW-Händler. Das Ganze nochmal, wo es so schön war. Besuch ausgewählten Händler. Möchten Sie wirklich? Ja. So, Herstellerangebot, Flotte. Kaufen. Und das Ganze nochmal. Dankeschön. So, dann haben wir schon mal zwei LKW. So, Fahrer, Service, Arbeitsagentur, Fahrer einstellen. Wir haben genau ein Ding. Oh Gott, sieht der Typ Junge, sieht der Junge traurig aus. Guck mal, jetzt sogar Fernfahrer. Weißt du was? Leck mich am Arsch. Fahrermelder. Der kommt doch raus. Erstens sieht der Junge. Also, wenn so jemand zu mir zum Vorstellungsgespräch kommt, sorry, aber bist raus. Und dann halt auch noch effizientes Fahren so. Junge, es gibt nichts, was mich weniger interessiert. Dann will halt die Grünen meinetwegen so. Let's go. Ist mir scheißegal. Ich brauche jemanden, der fahren kann. Sowas wie er. Ne? That's my man. Let's go. So, haben wir schon mal zwei ordentliche Mitarbeiter. Und damit sind wir in Folge 6, also 246, aber schon direkt in Business, Digga. Ha? Ab jetzt geht's nur noch bergauf. So nämlich. So, wir müssen natürlich weiterhin Schnellaufträge machen. Aber ist kein Problem, weil ich will ja erstmal die Welt erkunden. So, ich will ja erstmal hier, damit wir überall mal so kleinen Fuß reingesetzt haben. Wir können doch sowas hier machen. Schweres technisches Teil. Windkraftwerksmotor. Ist sogar eine relativ lange Mission. Wow. Wie lange soll das dauern? Das dauert schon lange. Möbel, Haushaltswaren. Ne, ich guck mal erstmal. Wo haben wir schon überall? San Francisco, Oakland. Was ist überhaupt so aktuell unser Dings? Wir haben aktuell haben wir so 40 pro Meile. Okay, das heißt, wir müssen mindestens 40 haben. Da war 36, das ist schon mal direkt raus. 34 ist aber auch aus. 24, das ist da, Digga, so raus war ich noch nie. 35. Ja, mittlerweile haben wir keine Vorteile mehr, wenn wir uns hier selber manuell Sachen raussuchen. Gut. Da gucken wir mal, was das hier ist. Das hier. 13K immerhin. Ach, da oben. Ganz ehrlich, warum nicht? 30 Tonnen immerhin. Und das mit 370 PS ist aber ganz schön eine Krakelaufgabe. Gut, der ist auch nicht viel besser. Der hat ein bisschen mehr Leistung, dafür haben wir aber auch viel mehr Gewicht. Das ist doch was schön. Da kommen wir relativ schnell. Wow, so eine relativ lange Strecke. 34K. Wow. Ja, das klingt doch eher nach was Schönem. Einigermaßen starker LKW mit 400 PS. Gerade mal 4 Tonnen Ladung. Wir kommen also gut schnell voran. Und gleichzeitig aber bekommen wir halt mit einmal auch gleich 34K. Also, das ist schon eher so das, was ich mir vorstelle. Also nehmen wir den auch.
Let's go. Ha? Lass uns loslegen. Western Star. Mhm, so, jetzt. Deine Mutter macht gleich eine Kehrtwende. Jetzt will ich halt mal gleich mal gerne hier ein bisschen was aufdecken. Das heißt, wir fahren mal da lang. Ja, überall, wo wir eh so lang fahren würden, würde ich jetzt gerne noch einfach mal lang fahren. Ich mache mal hier das da. So, dann will ich mal ein bisschen Überblick haben. Das ist. Oh ne, das ist eine Werkstatt, definitiv. Das ist auch eine Werkstatt. Das dürfte auch eine Werkstatt sein. Das ist zu klären. Das ist definitiv eine Arbeitsagentur. Wobei, ganz ehrlich, Arbeitsagentur können wir auch brauchen. Let's go. Ja, wir haben aktuell noch gar nichts so. Ja, das ist das doch. Ja, wobei, eigentlich können wir die auch gleich mitnehmen. Let's go. So. Fertig zum Losfahren. Ist auch eine schöne kleine Mission. Machen Sie eine Kehrtwende. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir können doch hier gleich jetzt direkt nach links, oder? Ach nee, ist da vorne die Straße. Okay, wir müssen jetzt hier erstmal raus. Da vorne ist das ein Tor? Nee, ne? Ist das dann Tor? Oder wo ist hier der Ausgang? Also laut dem Plan müsste davon Ausgang sein, ne? Weil wir stehen hier, ne? Wir stehen nach da vorne. So, das heißt, rechts von uns an der Wand ist ein Ausgang. Aber rechts von uns ist hier das Krise-Ding. Und da ist auch kein Ausgang. Ist jetzt die Frage, ist das hier ein Ausgang? Das da sieht mir schon eher wie ein Tor aus. Aber das Ding ist wiederum gar nicht eingezeichnet. Ich versuche mal mein Glück. Links halten und dann links abbiegen. Ne, das ist kein Ausgang. Das ist einfach nur ein Tor. Wo zum Fick ist denn hier der Ausgang? Weil hier ist sogar Stoppschilder und alles. Was zur Hölle ist das hier für ein Gebiet, sag mal? Haben wir überhaupt studiert? So, erstmal hier raus. Gut, dann fahren wir mal drum herum und gucken, ob wir doch da hinten noch rauskommen. Ach, hier kommen wir raus. Aber was bedeutet dann dieser Pfeil? Dann müsste doch die rote Linie hier losgehen und nicht da hinten irgendwo. Einfach so, wenn du mir nichts, hier nichts. Hey, und hier ist überhaupt kein Eingang. Hier ist nix. Sehr interessant, oben ist bei so nach rechts. Links. Das ist so verrückt. Oh, krummer Flieger. Sehr gut lackiert. Poliert. Signal ahead. Das interessiert wem? Immer geradeaus. Vielleicht die hier rumstehen?
Och, ernsthaft jetzt, Alter, ich hau leider Mörder. Digga, was ist das für eine süße Hupe hier? Das klingt schon besser. Haben wir Hörner drauf? Ja, haben wir. Ich meine, gut, muss ja, weil in dem Spiel gibt es nur diese Hörner. Ne, bei echten LKWs gibt es ja auch das, dass du quasi einfach im Fahrgestell quasi Hörner hast, die dann nach unten auf die Fahrbahn gerichtet sind, zum Beispiel. Also die halt am Fahrgestell montiert sind. Aber ich glaube, sowas gibt es ja in ATS gar nicht. Hier gibt es bloß die Hörner, die oben auf dem Dach montiert sind und die dann nach vorne strahlen. Oh, schöne Landschaft hier. Mit den ganzen Bäumen und so. Ja, ich glaube, das ist rot. Ah, das haben wir verkriegt am Hals. Gut. Aber gut. Der ist ein Kredit. Von daher. Ich werde es jetzt so machen, dass ich erstmal die Mitarbeiter auf ausgeglichen lasse. Ne? Bis sie dann überall. Also so wissen es einmal Fernfahrer, einmal wertvolle und einmal fragile. Achso, genau. Und einmal geradeaus. Weiß. Wertvoll, zerbrechlich und dringende Lieferung haben. Und wenn die da überall dann einen Punkt drin haben, dann setze ich die dann auf die Gesundheit. Oh, wir können nur noch links abbiegen. Los, lass uns rechts halten. Ja, genau. Das heißt, wie gesagt, jetzt erstmal auf ausgeglichen. Wir sollten überall einen Punkt haben und dann machen wir die Fernfahrer. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Turnpass. Aha. Was ist das? Turnpass und. Achso, überall das gleiche. Gut. Da würde ich mal sagen, was das für die Folge auch eigentlich gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder.